Michael Golz wird uns gleich einen Vortrag eher aus dem Richtung des Facility Managements zeigen. Er ist Customer Relationship Manager bei M&P Biggest GmbH, beschäftigt sich nicht die ganze Zeit des Lebens mit Facility Management, eher sozusagen im ersten Teil, glaube ich, eher aus dem Einzelhandel, auch sicherlich dort im Prinzip eher so ein bisschen im Bereich des Marketings und wie man im Prinzip auch sicherlich dort Prozesse optimieren und digitalisieren kann. Aber seit einigen Jahren sind Sie jetzt nun bei der M&P Biggest GmbH aktiv und wie gesagt, das Unternehmen ist im Facility Management unterwegs. Da werden Sie sicherlich gleich noch ein paar mehr Worte dazu sagen. Und ich habe hier so als sozusagen als Kernstatement, dass Sie finden, im Facility Management hat man sozusagen auch wirklich den Willen, etwas zu ändern, den nächsten Schritt zu gehen. Gerade in Ihrem Unternehmen haben Sie es gemerkt, dass man vielleicht auch Prozesse neu denken muss, sich im Prinzip Themen neu eröffnen muss. Und da kann man natürlich, glaube ich, sehr viel profitieren aus BIM und der Integration von solchen Daten und wie man die dann weiterverwenden will. Und ich glaube, da werden Sie wahrscheinlich gleich noch ein paar Sätze dazu sagen. Werde ich tun, Herr Golz, bitteschön. Vielen Dank für die Einleitung. Ja, ich habe jetzt die Aufgabe, nachdem gerade ein Forschungsthema vorgestellt wurde und Sie heute schon einige politische Redner gehört haben, Sie in die Praxis abzuholen. Was ich Ihnen jetzt zeige, ist aktuelle Praxis, kommt aus der Praxis, ist für die Praxis. Ja, ich darf gerade noch, wenn das funktioniert, mich selbst vorstellen. Ja, Michael Golz, Sie hatten kurz schon angesprochen, bin in Herne geboren und habe in Bochum studiert, fühle mich hier also durchaus heimisch, war dann mehr als 20 Jahre auf der anderen Tischseite gesessen. Das heißt, ich durfte mich um den Betrieb von Immobilien kümmern, bin dann in die Beratung gewechselt, möchte aber zum Thema Lückenschluss kommen und dazu die Zeit auch gut nutzen. Nachdem ich noch kurz die M&P-Gruppe vorgestellt habe, ist ein Unternehmen mit 320 Mitarbeitern. Der Kern ist eigentlich TGA-Planung. Das heißt, wir haben 240 Ingenieure im Haus, die sich im Wesentlichen um das Thema TGA-Planung kümmern und diese auch durchführen. Wir, die M&P Biggest, sind die SAP-Einheit in der Gruppe. Uns gibt es seit 92. Wir machen nur und ausschließlich Immobilienmanagement. Ich sage immer, wir können nichts anderes, dafür können wir das ziemlich gut. Machen das mittlerweile mit SAP. In früheren Jahren war das mal anders, aber mittlerweile machen wir es nur noch mit SAP als CRFM-System. Ich habe mir von der Homepage nochmal was runterkopiert, von den BIM-Tagen Deutschland, wie Sie sehen. Und da ist mir, als ich das gelesen habe, etwas aufgefallen. Let's build together, super Slogan. Und dann steht da, Building Information Management steht für die übergreifende Methode in der digitalen Wertschöpfungskette Bau. Da habe ich sofort zum Fragezeichen im Kopf gehabt. Bau? Reden wir jetzt bei BIM nur über den Bau? Also für uns ist BIM, beginnt BIM bei der Entwurfsplanung und endet beim Abriss. Und wenn ich mal eine Folie weitergehe, da muss ich Ihnen nicht sagen, dass 80% der Kosten, so rund 80% der Kosten eines Gebäudes im Lebenszyklus in der Betriebsphase anfallen, nicht im Bau. Damit will ich die Bauphase und alle, die hier sitzen und daran beteiligt sind, das ist überhaupt nicht abwertend gemeint, denn sie legen ja die Grundlage für den Betrieb. Trotz allem ist es natürlich so, dass die Betriebsphase außerordentlich wichtig ist, nicht nur aus Kostengründen, sondern weil sich hier auch realisiert, ob Sie in der Bauphase denn die Anforderungen, die der Betrieb hat, dargestellt haben. Ganz wichtig, und da war ich ganz froh heute Morgen, als Frau Mlockwall und Frau Professor Mainz-Becker das gesagt haben, rückt mittlerweile auch die Betriebsphase im Sinne von BIM etwas mehr in den Mittelpunkt. Das heißt, wir sehen mittlerweile denn dort auch einen Schwerpunkt. Und was wir Reverse Engineering nennen, bedeutet nichts anderes, als dass man die Anforderungen, die der Betrieb hat an den Bau, sehr frühzeitig stellen muss. Es reicht nicht zu warten, bis die Bauleute mal so fertig sind. Und jetzt habe ich da meinen Bau und jetzt mache ich was draus. Nein, ich muss sehr frühzeitig schon in der Leistungsphase 1, in der Entwurfs- und Konzeptionsplanung mich darum kümmern, dass die Anforderungen, die der Betrieb später hat, an den Bau berücksichtigt sind. Sonst funktioniert das nicht. Das kann ich Ihnen sagen, weil wir bekommen regelmäßig auch BIM-Modelle von unseren Kunden zur Verfügung gestellt, in denen leider die Informationen, die Sie im Betrieb benötigen, nicht enthalten sind. Im Bereich der Architektur klappt das mittlerweile schon prima, muss ich sagen. Im Bereich der technischen Gebäudeausstattung nicht. Also unsere TGA-Planer tun wirklich alles. Die können gar nicht mehr anders als BIM-gerecht planen. Wenn Sie heute jemanden, der von der Uni kommt, sagen, mach mal eine 2D-Planung, dann sagt er, wie soll das denn gehen? Wie mache ich denn da eine Kollisionsplanung oder eine Kollisionsprüfung? Wie plane ich denn
einen Kabelstrang, wo dann die Abzweigungen in den oberen Etagen vorgegeben sind und zeigt dem Elektriker, wo er bitte die Kabel denn genau zu verorten hat. Das geht gar nicht mehr, die können das gar nicht. Die machen das WIM-gerecht und die machen das sehr detailliert. Nur wenn dann der TGA-Planer den Aufzug, den Fahrstuhl plant und der gibt genau vor, welche Leistung der zu haben hat, welche Tragkraft, wie viele Stops der hat, und dann aber der technische Einkäufer die Information, welchen Fahrstuhl er denn definitiv und endgültig gekauft hat, nicht wieder in das BIM-Modell übernimmt, dann sind genau das die Informationen, die uns später im Betrieb, nämlich die über die technischen Anlagen, fehlen. Und das ist ein echter Bruch, den erleben wir täglich. Und deswegen, wie gesagt, die Auftraggeber-Informationsanforderungen müssen sehr frühzeitig definiert und gestellt werden, damit ich dann auch in der Betriebsphase Informationen habe. Wir reden mittlerweile, muss ich Ihnen allen nicht sagen, über diverse Leistungsphasen und BIM-Level. Wir sind, Entschuldigung, das war der falsche Knopf. Muss ich den hier drücken, damit das rot wird? Wir sind bei BIM 7D angekommen. Das heißt, wir berücksichtigen nicht mehr nur konstruktive Elemente, sprich die Architektur, die technische Gebäudeausstattung, auch nicht mehr nur Zeit und Kosten. Ich werde Ihnen gleich zeigen, was wir darunter verstehen, sondern natürlich mittlerweile auch die thermischen Kennzahlen, Nachhaltigkeit, muss ich Ihnen allen auch nicht sagen, ein großes Thema heutzutage, natürlich auch bei unseren Kunden, aber dann auch Betriebsinformationen, die mit dem BIM-Modell verknüpft sind und die wir im Betrieb benötigen. Dann stellt sich immer die Frage, ja, geht das denn überhaupt? Ne? Jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben in der Bauphase und habe ein BIM-Modell erstellt, und jetzt soll ich diese Daten irgendwie in so ein CFM-System übernehmen. Und welche Daten denn überhaupt? Und geht das überhaupt? Und wird das nicht fürchterlich komplex, wenn ich das jetzt noch tue? Ja, das wird komplex. Das wird komplex, wenn man wie früher und auch heute noch einige Anbieter im Markt versucht, diese hervorragenden BIM-Modelle, die sie dann alle gemeinsam erstellt haben, mit all den Informationen, die dort enthalten sind, nochmal zu kopieren und all diese Daten wieder in ein CFM-System zu übernehmen. Das funktioniert nicht. Ich zeige Ihnen gleich ein schönes Beispiel, wie wir mittlerweile den Daten übernehmen. Sie sehen hier oben eine Abbildung in 3D. Mensch, wo ist denn hier der Knopf, wo es rot wird? Sie sehen diese schicke Abbildung mit dem 3D-Gebäude. Das ist das MINT-Forum aus Hamburg. Ist letztes Jahr in Betrieb gegangen. Wir durften da die TGA-Planung machen. Wurde natürlich als BIM-Modell erstellt. Dieses Gebäude, was Sie hier sehen, hat als im CAD 7 Millionen Datenpunkte. Davon übernommen für den Betrieb haben wir rund 350.000, also 5%. Mehr brauchen wir nicht. Natürlich müssen wir wissen, wo sind Fenster, wie sieht die Fassadenfläche aus, welche Dämmwerte hat die. Natürlich müssen wir die Türen kennen. Ist das eine einfache Innentür, ist das eine Brandschutztür, ist das F30, 60, 90, wo steht die Heizungsanlage, wo sind Brandmelder, wo sind Feuerlöscher, das müssen wir wissen. Aber in dem Gebäude haben zum Beispiel die Architekten, warum auch immer, fragen Sie mich nicht, weil es wahrscheinlich nur der Statiker, unter dem Erdgeschossboden noch eine Zwischendecke zum Keller eingezogen. Und da gibt es einen Zwischenraum von 5 cm. Hat vielleicht statische Gründe, interessiert uns im Betrieb aber überhaupt nicht, weil das kein nutzbarer Raum ist. Wir brauchen die Flächen aus dem Modell, wir brauchen die Bodenbelege, wir brauchen die thermischen Werte, um später Energie optimieren zu können, Energieverbräuche optimieren zu können. Wir brauchen aber nicht alle Informationen. Und wir versuchen auch gar nicht, diese hervorragenden CAD-Systeme, die es gibt, zu kopieren und nochmal den gleichen Inhalt irgendwohin zu übertragen. Ich zeige Ihnen gleich, warum das trotzdem alles funktioniert, auch wenn wir das nicht tun. Kurz nochmal ein kleiner Schwenk, was wir mittlerweile so unter BIM verstehen. Ich habe gesagt, wir sehen den gesamten Lebenszyklus. Dazu gehört dann auch, dass wir nicht nur, wir nennen das Perspektivwechsel, nicht nur aus einer Perspektive sehen, man muss kollaborieren, auch im Unternehmen kollaborieren. Ich war gestern noch bei einem Großflughafen, habe genau dieses Thema mit denen besprochen. Und da sitzen da Menschen aus der Bauabteilung und aus dem FM und dann sitzen da Leute, die sind für Vermietung, die Einzelhandelsflächen zuständig. Das geht heute nicht mehr. Weil wenn derjenige, der für die Vermietung der Einzelhandelsflächen verantwortlich ist, später vermieten möchte und optimal zugeschnittene Räume haben möchte, die auch noch die richtige Beleuchtung haben, die richtige Lüft- und Klimatechnik haben, die richtige Heizung haben, die richtigen Bodenbelege haben und die richtige abgedeckte Decke haben, mit dem der Einzelhändler was anfangen kann, dann muss ich das schon lange vorher definieren. Dann muss ich schon aus dem Betrieb heraus sagen, was ich in der Bauphase für Anforderungen habe oder auch in der Umbauphase, wir reden ja nicht nur über Neubauten, um dann auch später die entsprechenden Flächen zur Verfügung zu haben. Das heißt, es wächst zusammen.
Dieses Abteilungsdenken darf es in Unternehmen und darf es bei Betreibern heutzutage nicht mehr geben. Es geht aber noch ein Stückchen weiter. Wozu nutzen wir denn die Informationen aus dem BIM-Modell im Betrieb noch darüber hinaus? ESG ist ein Thema, EU-Taxonomie, Nachhaltigkeit. Das muss alles abgebildet werden und wir wollen es ja nicht nur abbilden, wir wollen ja auch optimieren. Nachhaltigkeit heißt ja auch, dass wir zum Beispiel den Energieverbrauch in Gebäuden optimieren, dass wir dafür aber auch, Sie sprachen heute Morgen, Frau Moxall, immer von Daten, Daten, Daten. Ja, man braucht die Daten als Grundlage, um dann auf Basis dieser Daten Optimierungspotenziale erkennen zu können und zu realisieren. CapEx-Planung, was meinen wir damit? Ich habe gerade gesagt, für uns ist der Lebenszyklus des Gebäudes von der Entwurfsplanung bis zum Abriss. Das heißt, wenn ich heute ein Gebäude habe und ich habe heute meine Betriebskosten, zum Beispiel aus der Historie für das letzte Jahr, dann interessiert mich natürlich auch noch, welche Kosten habe ich heute. Aber nicht nur das, ich will auch wissen, welche Kosten habe ich innerhalb der nächsten 3 Jahre, 5 Jahre, 20 Jahre. Wir müssen nicht drüber reden. Je weiter ich in die Zukunft gehe, umso ungenauer werden solche Prognosen. Aber jeder Controller, wenn Sie verantwortlich sind im Unternehmen für den Gebäudebetrieb, will von Ihnen wissen, was kostet denn die Hütte nächstes Jahr und übernächstes Jahr. Und wann hast du vielleicht Reinvestitionen, weil du Anlagen ersetzen musst, weil sich Reparaturen und Wartungen nicht mehr lohnen. Wann musst du die Fensterflächen ersetzen, weil die Fenster irgendwann mal zumindest auf der Wetterseite hin sind. Das will man wissen. Und dazu braucht es, wie gesagt, viele Informationen. Jetzt heißt das Ganze bei uns hier Lückenschluss. Warum? Weil wir die Lücke zwischen Bau- und Betriebsphase schließen. Sie haben sich viel Mühe gegeben, um das BIM-Modell zu erstellen. Und jetzt also die Frage, wie bekomme ich denn technisch die Daten aus dem BIM-Modell, die notwendigen Daten, in den Betrieb überführt? Ich will jetzt mal nur auf die linke Seite eingehen. Und gehe dabei auch direkt, muss ich mal meine Brille anziehen, sonst kann ich das selbst hier nicht lesen auf dem kleinen Bildschirm. Wir machen Datenübernahme. Ich habe gerade gesagt, nur 350.000 von 7 Millionen, nur 5% der Informationen aus dem CAD-Plan brauchen wir überhaupt für den Betrieb. Und jetzt kommt so ein Punkt wie Änderungsdienst. Das war auch ganz spannend, als ich gestern an diesem Großflughafen war. Da saßen die Menschen aus der Bauabteilung und dann habe ich gesagt, Änderungsdienst. Da haben die gesagt, das ist das Wichtigste überhaupt. Da habe ich gesagt, warum? Weil man denkt ja normalerweise, ich stelle ein Gebäude neu. Die hatten einen Office-Park erstellt, 3 große, schicke Gebäude. Hatten es geschafft, die Daten mal in den Betrieb zu überführen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber so viel Änderungen werdet ihr doch nicht haben. Doch, haben die gesagt, wir haben 300 konstruktive Änderungen, die wir im CAD-Plan nachzuvollziehen müssen. Und ja, 300 ist schon eine ganze Menge. Ne? Das sind so 6 pro Woche. Nee, sagen die nicht pro Jahr, pro Monat. Die haben 300 CAD-Planänderungen, weil es sich um konstruktive Änderungen handelt, pro Monat. Man muss bedenken, so ein Flughafen, das ist ja nicht irgendwie nur so ein Abfertigungsgebäude, das ist ja eine Liegenschaft mit einem großen Office-Park, mit großen Einzelhandelsflächen, mit Parkhäusern und was da alles zugehört. Da sind täglich Unternehmen tätig, die dann halt Umbauten durchführen, die Neubauten, Anbauten durchführen, die Logistikflächen verändern, die unterteilen, die wieder zusammenführen, die Rampen ändern und was da so alles passiert. Und das vollziehen die natürlich alles nach, denn die wollen ja einen digitalen Zwilling haben. Das heißt, ganz wichtig ist, dass ich die Daten nicht nur einmalig übernehmen kann, sondern auch, wenn Änderungen stattfinden, diese Änderungen wieder ganz einfach und leicht übernehmen kann. Nicht nur in das CAD-Modell, wo es durchgeführt werden muss, sondern auch wieder für den Betrieb berücksichtigen muss. Grafische Prozessintegration, wir nehmen ja alle visuell wahr. Ne? Mit Listen können wir alle nicht gut arbeiten. Deswegen, das Ganze muss immer alles grafisch sein, das machen wir auch. Bidirektionalität, also wir können auch Daten zurückschreiben in die Pläne aus dem CRFM. Nicht alle Daten, ich habe gerade gesagt, konstruktive Änderungen machen wir immer im CAD, machen wir nicht im CRFM, wäre verrückt. Aber wenn sich zum Beispiel an einer technischen Anlage etwas ändert, weil ich eine Pumpe ersetze, eine Heizungsanlage, da muss ich das nicht im CAD-Plan tun, dann schreibe ich einfach in die Attribute der Heizungsanlage aus dem CRFM heraus, was sich dort geändert hat. Das ist hier mit Bidirektionalität gemeint. Cloud-Integration, sage ich gleich was zu, so behalten wir halt unseren digitalen Zwilling bei. Wenn irgendjemand eine Frage hat, Sie dürfen auch gerne reinrufen. Ich antworte danach gerne zwischendurch. Wie machen wir das Ganze? Also ganz kurzer Abriss, nur ohne technisch zu werden. Wir nehmen den Plan, den CAD-Plan und importieren den. Dazu nutzen wir eine Cloud-Lösung, in dem Fall von der Autodesk, nennt sich Autodesk Platform Service, hieß früher mal Forge, wer den Begriff schon mal gehört hat. Das heißt, wir übernehmen die Pläne in diese Cloud-Umgebung und dort bleibt der CAD-Plan
Und auch das BIM-Modell mit allen Layern, die Sie haben, so wie es ist, es wird nicht verändert. Nur, es wird eine Konvertierung durchgeführt in einen IFC-Plan. Das heißt, wir nutzen ein IFC-Modell, das ist in dieser Cloud-Umgebung immer gleich, wird immer unter den gleichen Prämissen erstellt und macht es uns sehr einfach, die notwendigen Daten dort auszulesen. Weil das halt, weil dort die Cloud das alles automatisiert vereinfacht. Das heißt, wir übernehmen dann die Daten in das CRFM und ja, am Ende sieht das Modell dann doch anders aus, weil wir schon wieder was hinzugefügt haben. Und das zeige ich Ihnen auf der nächsten Folie. Das ist eigentlich meine Hauptfolie. Weil das soll Ihnen Folgendes zeigen. Links haben Sie diese Cloud-Umgebung, in der Ihr CAD-Plan liegt. Wir machen, da wird automatisiert ein IFC erstellt. Wir nutzen dieses IFC-Modell auch zur Ansicht später. Ziehen alle Daten raus, die wir benötigen. Das sehen Sie dann auf der rechten Seite. Da werden Flächeninformationen, wenn denn vorhanden, die technischen Anlagen mit den Informationen, die im BIM-Plan enthalten sind, extrahiert und ins BIM, ins CFM-System übernommen. Wenn Sie jetzt meinen, ja, da muss ich noch, dann habe ich die Daten, da muss dann irgendwas machen. In SAP heißt ein Raum zum Beispiel technischer Platz. Wir legen einen Raum als technischen Platz an. Eine technische Anlage heißt Equipment. Alles, was im Plan ist, wird automatisiert übernommen und automatisch angelegt. Das heißt, wenn Sie Neubau haben, schmeißen Sie diesen Plan in die Cloud und im CFM-System haben Sie alle Informationen, die Sie benötigen im Betrieb, automatisiert. Inklusive der Struktur, die dazu gehört. Natürlich haben wir eine Architekturstruktur, haben wir einen Baum, der heißt Architektur, wir haben einen anderen Baum, der heißt technische Anlagen, nach DIN 276 und wir verknüpfen das Ganze noch, weil hinterher, wo ist es ja auch im BIM-Plan enthalten, weiß man dann, wo die technische Anlage sich auch befindet. Denn wenn ich wieder einen Handwerker bestelle, der eine Wartung und eine Reparatur durchführen soll an einer technischen Anlage, muss ich dem natürlich, gerade wenn ich so eine Riesenliegenschaft wie einen Flughafen habe, auch sagen können, wo ist das Ding denn überhaupt? Steht die Wärmepumpe oben auf dem Dach oder hinterm Gebäude oder ist die vielleicht noch irgendwo anders? Solche Informationen werden also komplett automatisiert übernommen und angelegt. Und dann tun wir Folgendes. Sie haben im CFM-System Informationen, die natürlich im CAD nicht enthalten sind. Energieverbräuche. Oder wenn Sie Bodenbelege ändern, dann müssen Sie das nicht im CAD machen. Das machen wir dann im CFM-System, sprich in SAP. Und jetzt wollen Sie diese Informationen aber grafisch darstellen. Und da verknüpfen wir halt den CAD-Plan zu IFC konvertiert mit den Informationen aus dem CFM. Und was Sie dann am Ende haben, ist das, was in der Mitte steht. Da sind dann die Informationen aus dem CAD plus den Informationen aus dem CFM kombiniert sichtbar. Das ergibt dann sogenannte Fachansichten. So nennen wir das. Was ist eine Fachansicht? Das ist zum Beispiel sowas. Da haben Sie jetzt mal dieses Gebäude, dieses MINT-Forum von außen. Und oben rechts ist das schön grün. Ne? Grün heißt alles in Ordnung. Grün ist gut, rot ist schlecht. Am Anfang, heute, gerade erstellt das Gebäude, alles perfekt. Wenn Sie das jetzt in einem Jahr, in drei Jahren, in fünf Jahren oder in 20 Jahren anschauen, dann wird die Außenfassade nicht mehr perfekt sein. Weil die werden Sie mindestens mal reinigen müssen, eventuell renovieren müssen, neu streichen müssen, was auch immer Sie für Material da verwendet haben. An der Wetterseite sind vielleicht die Fenster mittlerweile hin. Das heißt, Sie müssen sie komplett ersetzen. Das nennen wir Lifecycle Management. Das heißt, wir stellen dann grafisch dar, auf Basis von historischen Daten, welche Anlage wie lange halten wird, welches Architekturobjekt wie lange halten wird und wann voraussichtlich welche Wartungskosten, Reparaturkosten oder auch CapEx, sprich Reinvestitionskosten anfallen, um das Objekt zu ersetzen. Wann muss ich die Heizungsanlage ersetzen, wann muss ich die Kälte-Klima-Lüftungsanlage ersetzen, wann brauche ich neue Feuerlöscher, wann brauche ich vielleicht neue Fenster, wann muss ich mein Dach erneuern. Das nehmen wir in eine CapEx-Planung auf. Sie bekommen so eine komplette Kostenübersicht und Kostenprognose für Ihr Gesamtgebäude, das heißt Architektur und technische Anlagen, über den Zeitraum, den Sie auswählen. Jo, wir haben ja noch so die ein oder andere Fachansicht, das Ganze jetzt hier nochmal als Lifecycle fürs Dach und für technische Anlagen natürlich auch dargestellt. Wie lange hält eine technische Anlage, Heizungsanlage, 20 Jahre, danke, dann muss das Ding raus, weil dann lohnt sich die Wartung nicht mehr. Heizungsanlage ist ein schlechtes Beispiel, weil heute haben wir ja keine Heizungsanlagen mehr, im eigentlichen Sinne. ESG, Wasserverbrauch, Stromverbräuche, wie ordnen die dem Gebäude zu? Da ist natürlich die Frage, wie messen Sie? Wenn Sie nur auf Etagenebene messen, nein, noch schlimmer, nur auf Gebäudeebene, dann können wir natürlich auch nur das Gebäude insgesamt darstellen mit seinem Energieverbrauch. Wenn Sie auf Etagenebene messen, dann wird schon übersichtlicher, dann sieht man schon, dass Etagen unterschiedliche Verbräuche haben an Strom, an Wasser, an Heizenergie.
Wenn Sie auf Raumebene messen, können wir das natürlich noch detaillierter machen. Und so bauen wir ein Energiemanagement auf. Das heißt, Sie sehen erstmal Ihr Ist. Und dann können Sie sagen, okay, grün ist prima, orange kann ich vielleicht mal reinschauen, rot ist wichtig, da muss ich mal reinschauen, weil da passt irgendwas nicht, da ist der Energieverbrauch riesig hoch. Wir arbeiten im Bereich... 3 Minuten noch? Jetzt muss ich ganz schnell. Nein, dann sage ich das jetzt nicht, dann gehe ich jetzt weiter. Dann lasse ich das weg. Und jetzt komme ich zu einem Punkt, da muss ich mich gleich an Ihnen vorbeischleichen, Herr Professor König, ja, mit gesenktem Haupt, weil der wird Ihnen jetzt überhaupt nicht gefallen. Weil was ich jetzt sage, hat mit BIM überhaupt nichts zu tun. Wir kommen zu Kunden. Und ich muss sagen, da ist der öffentliche Bereich schon deutlich weiter als die Privatwirtschaft, wenn wir über das Thema BIM-gerechtes Bauen sprechen. Also Beispiel, die Stadt Köln ist unser Kunde, die haben bereits vor 3 Jahren ihre erste Schule BIM-gerecht gebaut in Betrieb genommen. Ein Gymnasium mit mehreren Nebengebäuden und so weiter. Wenn Sie sich mal vorstellen, wie lange so eine Planung bei einer Stadt dauert, dann waren die fürchterlich schnell. Mittlerweile machen die alles BIM-gerecht, aber die Stadt Köln hat 550 Liegenschaften. Kindergärten, Schulen, Verwaltungsgebäude und alles, was eine Stadt so hat. Und die haben natürlich nicht nur BIM-Modelle. Die wollen aber so gut wie möglich mit ihren Informationen arbeiten. Und Information heißt in dem Fall, dass ein Großteil ihrer Liegenschaften und Gebäude nicht als BIM-Modell vorliegt, sondern man hat 2D-Pläne. Das ist das, was so immer noch üblich ist. Wir haben Unternehmen, die haben nur 2D. Die sind beim Thema BIM noch gar nicht angekommen. Und trotzdem müssen wir denen ja helfen, die Informationen so gut wie möglich zu verwerten und den Betrieb damit sicherzustellen. Und jetzt kann man auch sagen, dann machen wir ein Laserscanning. Da hat Herr Professor König gerade schon was gesagt. Das ist auch prima, wenn ich gar keine Pläne habe. Dann mache ich Laserscanning. Ne? Dann habe ich wenigstens ein 3D-Modell. Nur die Kamera sieht natürlich auch nur das, was Sie auch mit dem Auge erkennen, was in der Wand ist, ob das eine tragende Wand ist, ob da ein Rohr drin liegt, ob da ein Stützpfeiler drin ist, weiß ich alles nicht. Laserscanning ist prima, kostet ungefähr 50 Cent pro Quadratmeter. Glauben Sie nicht, dass Sie damit fertig sind, dann haben Sie nämlich nur eine Punktwolke und noch kein 3D-Modell. Das müssen Sie nämlich hinterher noch modellieren. Und viele Informationen zum BIM-Modell fehlen Ihnen noch. Wie gerade gesagt, wenn ich ganz viele nur 2D-Pläne habe, der Kölner sagt, et is, wie et is, mach Verdruss, ne? Da muss ich halt schauen, was ich damit mache. Und das Gleiche, was wir mit den BIM-Modellen machen, machen wir auch mit 2D. Natürlich mit eingeschränkten Informationen dann. Ich habe nicht alle Informationen, die ich in einem BIM-Modell habe. Aber ich habe zumindest mal meine Flächen. Den Flächen kann ich was zuordnen. Ich kann eine Raumbelegung festlegen. Ich kann Kostenstellen zuordnen. Ich kann Mietflächen zuordnen. Ich kann Energieverbräuche den Räumen oder halt auch den Etagen zuordnen. Und Sie wissen, die meisten 2D-Pläne, wenn Sie sich mal dieses MINT-Forum vorstellen, 2D, das Ding hat 500 Räume, da sieht so ein 2D-Plan schon ganz anders aus. Aber ich kann im Grunde alles, was sich auf 2D zuordnen lässt, dann auch tatsächlich zuordnen und nutzen, das heißt auch grafisch sichtbar machen. Ich komme mal ein bisschen näher. Ja, ja, ich zeige noch so 2, 3 Fachansichten in 2D, nur um zu zeigen, dass das auch geht. Wie gesagt, nicht mit dem Informationsstand, den Sie aus dem BIM-Modell haben, aber wir nutzen die 2Ds genauso wie 3D. Meine letzte Folie, okay? Okay. Egal wie der Stand bei Ihnen ist, es gibt keinen Grund, nicht jetzt zu starten. Alles klar. Danke. Dankeschön. Genau. Eine kurze Frage lasse ich zu. Haben Sie eine Frage? Da vorne ist eine Frage. Eine einzige leider nur. Da, genau, da einmal das Mikrofon hin und ich bitte um eine kurze Antwort und vielleicht... Versprochen. Versprochen, okay, wunderbar. Versprochen. Ja, Kümmerlein, vielleicht kommen Sie schon mal nach vorne, dann können wir das gleich im... Ja. Das Mikro ist noch nicht an. Schön gedacht. Ist noch nicht. Ich gehe mit meinem Mikro weg. Nee. Sprechen Sie mal Mikro. Gut gedacht, vom Mehrwert der BIM kommt. Was sagen Sie den Kunden, warum sie BIM-basiert planen sollen, weil es viel, viel effizienter und kostengünstiger ist, ein CRFM zu überführen? Ja, natürlich. Ich habe viel mehr Informationen im BIM-Modell. Also denken Sie nur mal darüber nach, wir sind gerade bei einer Wohnungsbaugesellschaft, die denken darüber nach, die Fassade zu dämmen oder nicht. Wie soll ich denn das machen? Wenn ich meine Fassade gar nicht kenne, wenn ich die Dämmwerte des aktuellen Bestands gar nicht habe, wie soll ich denn dann ausrechnen, wenn ich da eine bessere Dämmung drauf bringe, welchen Energieeinsparungen ich damit erzeuge und wann sich das Ganze wieder reinvestiert? Geht nicht. Ich brauche das BIM-Modell. Also wir müssen über BIM nicht reden. Das war jetzt nicht das Thema, machen Sie kein BIM. Gar nicht.
machen Sie BIM. Wir brauchen diese BIM-Modelle, um vernünftig den Betrieb sicherstellen und vernünftig bewirtschaften zu können. Das 2D-Thema ist die Krücke dafür, wenn ich noch keine BIM-Modelle habe. Einfache Frage. Wie viel Prozent günstiger ist es denn, wenn ich mit einem BIM-Modell in Ihr CFM-System starte? Was sagen Sie dem Kunden, statt konventionell was so anzufüttern? Ich glaube, die Kostenfragen klären wir in der Pause. Die Frage stellt sich gar nicht, weil alle unsere Kunden 2D und 3D haben. Okay. Wunderbar, Dankeschön. Dankeschön. Danke.